Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 9.06.2022. Und unser DAX hat es zum Mittwoch endlich, oder was heißt endlich? Er hat es nun mal wirklich geschafft, seine Long-Reiter hier abzuschütteln. Also wirklich mit Erfolg, sieht auch nicht ganz so gesund aus, auch nicht so ganz gesund für das arme Tier hier. Das scheint sich doch dann auch ein bisschen auszuzahlen. Muss mal gucken, wie sich das jetzt im DAX entwickelt. Wie soll ich sagen? Ich muss jetzt überlegen, wie ich meine Worte formuliere, um mir nicht in den falschen Touch reinzukriegen. Wir hatten gestern darüber gesprochen. Wir wollen den DAX, dass der DAX eigentlich positiv ist, dass ich ihn über der 14.600 sehen will, um weiter long zu arbeiten, dass ich eben nicht will. Also tieferer Start, okay, hat man gesagt, ne? Zu 5,60 vielleicht, das sollte noch okay sein. Alles so 5,20, 500, ist noch so Bonusoptionen und tiefer eigentlich nicht, weil das zu komisch wäre und dann schon fast so aussehen würde, wie als wenn er nochmal eine so eine Welle von hier nach da drückt. Wenn man da jetzt mal hier Kästchen anlegen, spielen, so wie im Kindergarten und hier einfach mal gucken, okay, eine Kästchen nehmen wir mal mit, tragen das mal rüber, machen das mal ein bisschen fetter und gucken mal, wie viel hat er denn davon gemacht. Sehen wir, es ist auch exakt das geworden. So, und ich finde ein bisschen verdächtig, wie er sich zum Abend dort Mühe gegeben hat, nochmal Leute rauszuhauen. Für einen Mittwoch. Na? Weil er war da schon dran. Er war schon an diesen Niveaus, von wo der hat Stunden, ein Stundenkerzen drin gehabt. Der kam schon die erste irgendwo von, ich glaube, vier, was waren das? Ich glaube, direkt sogar von 400 kam eine erste richtig schöne Kerze. Die hat sich wunderbar nach oben gepresst. Das hätte man so stehen lassen können als DAX. Dann hat er die aber nochmal rausgenommen, weil vermutlich dort relativ viele Long reingegangen sind. Hat die nochmal rausgenommen, nochmal unterboten, bis dann so 380 runter. Ist dann nochmal mit einer Konterkerze, hat einen Bullish Anchor Fing im Stundenchart gestellt. Auch nochmal eine richtig geile Long-Chance. Also quasi doppelt hintereinander im Stundenchart wirklich gute Umkehrkraft aufsummiert und dann ist er noch mal drunter und hat die alleine ausgestoppt. Also, das ist wirklich so ein bisschen, das ist ein bisschen fies, muss man schon sagen, weil das sind Long-Signale gewesen, das sind Umkehrsignale gewesen, die der Markt gesetzt hat, aber hat sie nicht bedient halt, sondern eher mehr als Trap genutzt, also er hat eine Falle gestellt, halt, um die Leute dort reinzuholen und dann unten noch mal auszustoppen. Und das macht für mich nur Sinn, wenn er am Donnerstag eigentlich nach oben will. Und deswegen wird das jetzt hier schon eine interessante Kiste, weil das könnte, wenn man es mal so ganz grob oder quer nimmt, kann es sein, dass wir von hier quasi einen Korrekturmuster haben, was man als ABC bezeichnen kann. Ne? Also von diesem Anstieg hier, zack, 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 hat hier ein ABC gemacht. Und dabei einen Überschuss in der B-Welle gab. Die B-Welle geht eigentlich nicht über den ersten drüber, außer der Markt hat zu viel Trendkraft, zu viel Trendstärke. Und dann schiebt er schon in der Korrekturwelle, in der zweiten Korrekturwelle, in der B, über das Hoch drüber, was von der ersten Welle ausging, weil er davon ausgeht, dass der Markt so viel Trendstärke hat, um einfach weiterzukommen, kriegt das aber nicht bedient, weil er noch in der Korrektur steckt, zieht dann seine C-Welle durch und drückt sich hinten raus, dann wieder hoch und geht in die Korrektur oder in die Trendfortsetzung. Das wäre so eine mögliche Idee, wie man das hier oben beschreiben könnte. Also quasi als ein in sich geschlossenes Muster, was hier jetzt mit den zwei gleich langen Wellen den Abschluss gefunden hat. Ne? Also, was will ich sagen? Ne? Das ist das, was ich meinte. Du musst aufpassen, dass ich hier die Risiken richtig darstelle und nicht zu long motiviert rüberkommen, weil das ist so was, was man immer gerne vorwirft, schon seit Jahren, das höre ich jede Woche, du bist zu long, insbesondere wenn es dann mal runterging, ne? Dann sind diese Rufe immer besonders laut, aber in der Regel wurde das die letzten Monate, Wochen, Tage eigentlich auch immer wieder bestätigt, ne? Mit vielleicht ein, zwei Tagen Ausnahme, wie jetzt, das für mich so ein Tag, wo so eine Ausnahme ist, ne? Wo es eben nicht nach oben mal gekontert wurde, wo einfach mal der Tag bis zum Ende abgelassen wurde. Sowas hatten wir die letzten Tage nicht ganz so oft. Ne? Die haben sich alle irgendwie wieder gefangen. Und der Mittwoch, der war so dieses Drunterstechen hier am Ende. Das motiviert, oder für mich ist das eigentlich schon fast Begründung überhaupt,
um am Donnerstag jetzt auf der Gegenseite zu arbeiten halt. Und deswegen möchte ich nicht euch sagen, wenn der nach unten fällt, geht da long. Aber ich möchte euch sagen, passt bitte auf, wenn der zum Donnerstag nach oben anzieht und über die 440, 460 hier wieder drüber geht. Weil es ist Donnerstag und die Donnerstage schlagen immer in beide Richtungen raus. Aber der Mittwoch hat hier quasi die komplette Unterseite bedient einmal. Ne? Und deswegen kann das passieren, dass die EZB dann Nachrichten bringt, wo alle davon ausgehen, das ist aber schlecht für den Markt. Weiß nicht, die ziehen den Zinserhöhung schon vor oder sowas halt. Ne? Keine Ahnung. Irgendwas kommt, wo alle sagen, boah, nein, dann fällt's ja jetzt, das ist ja scheiße. Und dann buddert der richtig durch nach oben. Ne, und stellt sich vielleicht sogar an die 6,20 oder noch höher, 6,40, 6,50, 6,60 irgendwie raus. Ich möchte es einfach nur mitgeben. Sollte der überraschenderweise gar keine neuen Tiefs zum Donnerstag bringen, vielleicht sogar mit Aufwärtskipp reinkommen, und der schiebt sich hier über so eine 4,40, 4,60 drüber, habt es einfach nur im Hinterkopf, dass gegebenenfalls das ein Korrekturmuster ist, was abgeschlossen wurde. Und wenn die anderen großen Jungs, die sich auch immer Chartanalysen zuarbeiten lassen, sowas auch gesagt kriegen von ihren Analysten, die das vielleicht ähnlich sehen wie ich, dann würden die gesagt kriegen, diese Welle hier, die hier, beginnt ab diesem Tief nochmal. Und das bringt so viel Motivation bei denen hervor, dass das richtig drücken kann. Ja, und es kann sein, dass der Markt sich dann so bewegt, dass man wirklich sich gar nicht traut, long zu handeln. Und am Tagesende vielleicht sogar 3, 4, 5 Mal Short reingehauen hat, wenn man gar keine Möglichkeit gesehen hat, überhaupt long reinzukommen und einem das viel zu übertrieben vorkam. Ne? Und davor möchte ich einfach nur warnen. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt sagt, hey, der Martin ist total optimistisch jetzt, der geht davon aus, das muss jetzt steigen. Das möchte ich nicht sagen. Ich möchte nur sagen, wenn der kein neues Tief stellt und er rennt hier über die 440, 460, dann passt bitte ein bisschen auf. Es kann sein, dass der wirklich nach oben drückt. Der geht dann zuerst rein hier, 530, 560 und dann haut er sich hier oben über die 600 nochmal drüber. Das wären so die zwei Stationen. Und das kann sogar bis 700 hochgehen. Kann sogar sein, dass der 37 an dem Tag noch anrennt und dann Freitag reingappt. Ja, also da einfach ein bisschen aufpassen. Mehr möchte ich gar nicht. Ich möchte niemanden, der jetzt hier negativ gestimmt ist, zu bullig zureden. Aber wer negativ gestimmt ist, wer den Markt fallen sieht, der sollte vielleicht auch, wenn der Markt eben genau das macht, was ich gerade beschrieben habe, kein neues Tief setzt und er rennt direkt hoch über die 440, 460, vielleicht überlegen, ob man nicht einen Short dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen absichert, aussind und so weiter. Man kann ja dann wieder aufnehmen. Wenn das sich dann nicht bestätigt und der kippt dann wieder um, macht ein neues Tief, kann man ja sofort wieder aufbauen. Na, ich will auf keinen Fall da irgendwie jemanden rausreden oder so. Ich möchte das Szenario einfach bloß vor Augen halten, weil das so passen würde. Na, bekommen wir aber keine neuen Hochs. Beziehungsweise bekommen wir nicht dieses Hochrennen an die 440, 460 und den drückt es einfach tiefer am Donnerstag. Und den drückt es einfach tiefer. Dann kann er letztendlich sogar bis 420, bis 270, Entschuldigung, bis 270. Und im Bereich um 200 als auch sogar 14.100 angeballert werden. Das kann er schaffen. Und dann achtet mir in den Zonen hier, das geht schon ab 270 los. 270, 200 und 14.100. Wirklich mal dann darauf achten, ob dort grüne Stundenkerzen kommen, weil es ist ein Donnerstag. Ja, und es kann durchaus sein, was wir zum Beispiel auch donnerstags sehr, sehr, sehr oft sehen, da passt mir der Mittwoch nicht rein, sonst hätte ich von Beginn so angefangen. Der Mittwoch passt mir da nicht rein. Aber an vielen Donnerstagen sieht man auch an EZB-Tagen, dass der Markt ganz stark fällt, bis zu 15:30 bis zu den Amerikanern. Und dann kommt eine Umkehr, die hast du nicht gesehen, und er macht am Tagesende nochmal ein neues Tageshoch. Das ist auch ein ganz typisches Donnerstagsverhalten. Aber nicht, wenn der Mittwoch vorher schon so ausgetickt ist. Ja. Aber sowas könnte man noch mit dem Hinterkopf behalten, wenn er dann nämlich bis 15:30 irgendwie an 14.100 läuft und ihr seht dann dort eine grüne Stundenkerze kommen. Ruhig und long probieren, Stop-Loss drunter hacken, auch wenn vielleicht hier das schon der eine jetzt probiert hat, mit so einer, ich finde das legitim, ich finde das in völlig in Ordnung, das sah gut aus, das sah wirklich gut aus, ich finde es fast schon zu verdächtig, dass es zerhauen hat. Ja, aber ich würde es hier unten trotzdem nochmal probieren. Ja, oder auch wenn es bei 270, 200 kommt,
Na, also wenn er dort auf Stundenkerzen dann schön umdreht, schön mit Schwung reinkommt, 15:30, dann guten Konter im Blick behalten. So, und das wären so die Sachen, die ich für den Donnerstag so ein bisschen im Kopf habe. Zum einen die Option, dass das hier wirklich Korrekturabschluss war. A, B, C, fertig, neuer Impuls, orientiert an der Bewegung. Startet direkt mit Run auf 440, 460. Das ist so das eine, was ich vor Augen habe. Das andere wäre blub, 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 einfach weiter runter. 270, 200, 180. Ja. Das heißt, Long würde ich persönlich erst oberhalb von 440, 460 in Betracht ziehen. Oder bei grüner Stundenkerze nach 270, 200 oder 100. Und ansonsten ist es Short. Ja, um es wirklich in einem Satz zusammenzufassen. So, das heißt, ich bin nicht überaus bullisch, ich bin nicht überaus bärisch, sondern ich gucke mir einfach oder stelle einfach die Szenarien ran, die ich für möglich halte auf Basis der Bewegung. Und jetzt warte ich einfach ab. Ich gucke einfach jetzt Donnerstag, wie fängt er an? Na, und dann setze ich mich nicht hin und sage, okay, ich habe recht oder ich habe nicht recht, sondern ich gucke einfach, wie bewegt er sich, welche Variante spielt er jetzt an von denen, die ich vorgestellt habe, und dann mitgehen. Dann nützt da nichts, sich gegenzustellen. Gut, also, ich finde es super interessante Vorlage für den Donnerstag. 13:45 ist die Zinssatzerhöhung, 14:30 dann die Pressekonferenz, 15 Uhr eröffnen die Amerikaner, das sind so die drei Punkte, die man am Donnerstag im Blick behalten muss. 13:45, 14:30 und 15:30, da wird es ordentlich rumpeln. Na, also gehe ich schon davon aus, der Markt achtet einfach aktuell gerade stark drauf und dann wird es Bewegung geben, aber versucht nicht, ne, zu denken, dass man die Nachricht selbst traden kann. Die Nachricht wird wahrscheinlich genau so sein, dass das Gegenteil dann davon passiert, was man glauben würde. Ja, also da, ich würde einfach die Nachricht komplett ignorieren. Ich würde gar nicht auch gucken. Erhöhen die Zinsen, erhöhen sie nicht. Ich würde einfach nicht danach gucken und dem Chart folgen und einfach nur zur Kenntnis nehmen, es steht Bewegung an. Ne, das nehme ich aus dieser EZB-Thematik einfach für mich mit. Es steht Bewegung an. Der Markt beachtet das momentan. Der Markt preist auch etwas. Er hat definitiv zum Mittwoch etwas eingepreist. Ja, sonst wäre diese Bewegung nicht da, auch die Vortage nicht. Aber was und wie und in welchem Ausmaß, das kann keiner von euch beurteilen. Das kann auch keiner beurteilen, der Leute am Parkett in New York oder in Deutschland fragt, weil die wissen das auch nicht, was der Händler, der Großhändler in Brasilien, was den motiviert, warum der auf den Knopf gedrückt hat. Der sagt denen das nicht. Der drückt doch nur ein Ticket durch. Ja, das muss man sich immer vor Augen halten. Ja. Und dann aufpassen, dass man eben keine Meinung tradet. Ja. Okay, gut. Wir haben alles besprochen. Ansonsten ist hier noch, ich sehe es gerade, SKS, ne? Zack, SKS, Nackenlinie, Kopf, was sind das? 230, 240 Punkte. Wäre auch so Ziel um 200 rum. Ah, es wird interessant. Wird wirklich, es ist super interessanter Donnerstag. Ich bleibe aber bei meinen zwei Varianten, ne? Die SKS rührt mir da jetzt nicht drin rum. Das sind zwei typische Varianten, die ich mir gut für den Donnerstag vorstellen kann. Und gucken wir mal, was kommt. Und ja, ich denke, wir sind gut vorbereitet. Lass mal kommen. Wird bestimmt ein spaßiger Tag. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Wem das sowas nicht liegt, vielleicht einfach den Tag sein lassen, ne, bevor man sich da irgendwie vertüdelt und das halbe Depot verliert. Muss ja dann auch nicht sein. Gerade auch an die ohne Stop-Loss-Kollegen. Ja, meist ist es über den Tag für diejenigen sogar ganz gut. Die verhauen sich immer am Abend dann, weil sie am Nachmittag Positionen eingehen, die in der Regel dann manchmal die nächsten Wochen nicht mehr angesteuert werden und dann ewig im Minus langlaufen. Ne? Also über den Tag kommen die mit Stop-Loss meist an solchen EZB- oder Donnerstagen ganz gut weg. Aber die verfummeln sich immer am Nachmittag bis Abend und gehen dann in Positionen rein, die nicht mehr angelaufen werden. Einfach das Kursniveau, wo der Trade gestartet wird, das wird einfach dann nicht mehr erreicht und der Markt rennt weg in die falsche Richtung dann in der Regel. Na, also da passt ein bisschen auf. Gut, mal ein bisschen längeres Video, aber es ist interessante Thematik. Es sind viele, viele Komponenten, die hier gut ineinander greifen. Ich glaube, da sollte man schon ein paar mehr Worte verlieren. Ich wünsche euch was, gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.